Willst du mich verarschen? Alter, lass das jetzt. Ich rufe gerade einen Engel, ne? Du kannst mir meine Muschi lecken, Alter. Helft mir doch mal, Leute. Guckt nicht nur zu. Heute habe ich die Bombe zum Platzen gebracht. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran, um zu erfahren, warum das Ganze so ausgeartet ist. Ja, die Türen stehen sperren weiter auf. Sie kommen da raus und hat... Dann haben wir hier den ganzen Tag immer. Ja, dann mach doch die Tür zu. Oh! Ja. Sag mal, wie regen sie? Sehe ich aus wie der Hausmeister oder was? Ja, so sehen sie wirklich aus. Darf ich eine Frage stellen? Wo möchten Sie jetzt gerade hin? Ich wollte zu meinem Auto. Genau. Sie wollten zu Ihrem Auto in Dienstkleidung oder wie? Ja. Ja, dann sind Sie doch gerade im Dienst. Dann bewegen Sie sich mit Dienstfahrzeugen. Verstehe ich es nicht? Ja, ich wollte zu meinem Dienstfahrzeug. Warum laufen Sie in die Richtung? Wollen Sie mich verarschen oder was? Sie stellen mir zu viele Fragen, Glatzkopf. Sag mal, wie reden Sie mit mir? Wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Seien Sie mal nicht so ernst. Sie sagt, Sie möchten mitkommen. Wie bitte? Sie möchten mitkommen, habe ich gesagt. Ob ich möchte? Sie möchten mitkommen, habe ich gesagt. Auf geht's. Folgen Sie mir. Herr, ja, ich sag's jetzt nicht nochmal, dann nehme ich Sie an der Hand. Wie bitte? Bleiben Sie stehen, sonst nehme ich Sie fest. Warum? Ich muss zu meinem Dienstfahrzeug. Sie machen das, was ich sage. Ich bin Ihr Vorgesetzter. Sie gehen jetzt zurück ins Saku. Auf geht's. Ich muss jetzt mein Dienstfahrzeug holen. Sie gehen jetzt ins Saku. Ansonsten entlasse ich Sie auf Autostelle. Ernst, lassen Sie das. Ich komm schon mal. Ich komm gleich. Warum? Jetzt sagt er dem so, ja, das ist ein YouTuber. Der hat besondere Rechte hier. Da können wir nichts machen und so. Lassen wir den einfach. Wobei ich einfach nur meine Arbeit machen will. Der will mich mitnehmen, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Da wiederum ist es gut, ein YouTuber zu sein, weil wenn ich jetzt ein ganz normaler Police Officer wäre, dann hätte der mich jetzt einfach hier schikaniert, obwohl ich nichts getan habe. Und deswegen müsst ihr mich supporten und ein Abo auf diesem Kanal da lassen und ein Like. Wo soll ich denn jetzt hin? Nee, jetzt alles gut, hat sich erledigt. Trotzdem können Sie sich ein bisschen gegenüber den anderen Kollegen auch ein bisschen vernünftig begegnen, ne? Und nicht herablassen, okay? Ich habe doch gar nichts Schlimmes gesagt. Nee, der Ton macht die Musik. Der Ton? Ich rede doch normal. Aber Sie reden so, also Sie sind zwar mein Vorgesetzter, aber Sie müssten mir Ihre Autorität nicht in die Nase schmieren, ne, Glatzenmann. Die Nase ist aber ziemlich groß, da kann man ordentlich was runterschmieren. Ja, ich habe eine Playstation gefressen. Die sind einfach getriggert davon, dass ich einfach auch normal reden kann und dass die provoziert, dass ich ganz lässig rede und mich nicht von denen beeindrucken lasse. Egal, ob das ein Vorgesetzter ist oder nicht. Ich bin Tyrone, Junge. Big difference. Hallo, Sie sind also Sheriff? Ja. Was machen Sie in meiner Stadt? Ich weiß es nicht, ich hab so ein Problem hier. Sind Sie wirklich Sheriff? Ja. Dann benehmen Sie sich auch wie einer. Okay. Sie fahren Slalom, als ob Sie betrunken wären. Eventuell müsste ich einen Alkoholtest bei Ihnen machen. War das gerade ein Schuldgeständnis, dass Sie abgehauen sind? Mein Kollege hatte gerade Kopfschmerzen extreme. Ach so, und deswegen haben Sie auf einmal aufs Pedal gedrückt. Also, ich würde vorschlagen, ich nehme Sie jetzt erstmal mit. Ey, warum? So, Sheriff. Ja? Sie haben einen großen Fehler gemacht. Sie sind in meiner Stadt. Und fahren, wie Sie möchten. Sie fahren aber auch gerade Slalom. Ja, es ist ja auch meine Stadt. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, was ich mit so Leuten wie Ihnen mache. Was machen Sie jetzt mit mir? Jetzt gebe ich Ihnen eine Abreibung. Nein, bitte nicht. Meine Arme bitte. Oh! Ja, was geht bei der ab? Ist alles okay bei Ihnen? Ja. Ich kann nicht mehr. Oi, Körperverletzung der Herr. Das war aus Versehen. Hab ich genau gesehen. Können Sie mal bitte die Akte hier von dem Herrn überprüfen? Denn ich würde den gerne einstellen, denn bei uns in die Fraktion, aber er braucht eine clean Akte. Wo sind Sie denn? Weasel News. Ja. Der größte Drecksladen. Dann hätte ich jetzt gerne mal Ihren Vorgesetzten gesprochen. Ich sollte doch Ihre Akte überprüfen. Geben Sie mir jetzt erstmal Ihren Ausweis. Wie heißt das Zauberwort? Sie wollen, dass ich Ihre Akte überprüfe und dann sagen Sie, ich soll sie... Würden Sie mich gerade verarschen? Ich hätte jetzt gerne einmal Ihren Vorgesetzten gesprochen. Mein Vorgesetzter? Ich hätte gerne Ihren Dienstausweis. Warten Sie mal jetzt. Dienstnummer. Was wollen Sie jetzt denn alles von mir? Wollen Sie mich noch gleich... Den Dienstausweis hätte ich... Schreien Sie erstmal nicht. Schreit noch nicht, glauben Sie es mir, das kannst du lauter. Tyrone, schrämen Sie sich das hinter die Ohren. Haben Sie zu Hause irgendwie nichts zu sagen oder so? Pass auch auf, was du sagst, okay? Das nennt sich Körperverletzung, was Sie gerade machen, Herr, ne? Ihre Dienstnummer? Ja, hier. Mein Backpack, 20.000. Sehr elegant, sehr elegant. Ja, wie soll ich das denn hören, wenn ihr... Gibt's hier ein Problem? Um wen soll ich mich kümmern? Um den TV? Alles klar. Achso, mein wen hier? Wegen rücksichtsloses Fahren, der Führerschein muss... Rücksichtsloses... Ich könnte den ja mal um die Ecke nehmen. Sie machen das, ich vertraue Ihnen. Ich kümmere mich darum. Ja, jetzt mal unter uns, Digga. Ich habe nichts gemacht, Digga. Ich bin außerdem reingefahren. Die denken jetzt, ich werde dich so behandeln, wie ich die anderen behandle, weißt du? Küsst auch dein Herz. Kein Problem. Dankeschön, Digga. Keiner ist sicher in der Stadt von mir. Meiner Stadt. Fährt keiner in eine Bank rein, Bruder. Sehr schön. Bullenschwein ist tot, ne? Bullenschwein.
So, der Herr, bitte einmal aussteigen, ja? Guckt euch diesen Polizisten einfach nur an, Digga. Mit seinem Gucci-Packpack und seiner... Guckt euch an, wie die Glatze am Schein ist. Oh, eine Sache fehlt mir noch, Digga. Das muss ich ganz schnell machen. Fast vergessen. Was ist denn Tyrone ohne... Also, ohne eine Brille? hallo? Der Herr? Können Sie nicht fahren? Haben Sie die Dame nicht gesehen? Alter, ich könnte auch einen Stein in den Himmel werfen und ich werde sie treffen. Mach mal Platz. Warum ist der Laden zu? Warum reden die? Warum ist die Tür zu? Du hast da drin nichts zu suchen, deswegen ist sie zu. Ist der dumm. Mach mal diese Tür auf. Nein. Wie nein? Nein, du darfst nicht rein. Warum macht ihr euch auch so wichtig? Das ist ein Weasel-News. Aber du darfst nicht rein. Nein, das ist doch kein... Warum darf ich da nicht rein? Weil du da nicht rein darfst. Warum diskutierst du eigentlich? Hat einer die Null gewählt? Ja, hat einer. Jo. Du redest doch mit mir, also verpiss dich wieder. Ja, du bist hierher. Ich rede aber gerade mit dem netten Herrn, falls sie es nicht sehen können. Ja, juck aber nicht. Ja, dann geh doch zur Seite einfach und red nicht mit mir. Schauen Sie mal, ich bin ein ausgezeichneter Polizist und ich würde gerne mal reingehen und gucken, wie das da so ist und eventuell ein Interview anmelden lassen, wissen Sie? Vielleicht kann man das irgendwie abklären, aber ich will mir den Laden mal angucken, ob es da so Möglichkeiten gibt. Ja, ich könnte ganz kurz jemanden aus dem holen, da ich erst seit heute arbeite. Du kannst doch einfach die Tür aufschließen. Hab doch nicht so kleine Eier, Mann. Warum ist denn der so frech? Ich arbeite erst seit heute. Wer hat was über mich gesagt? Ja, warum bist du so frech, hä? Warum kommst du nicht und redest in mein Gesicht statt hinter meinem Rücken? Ja, warum bist du so frech, hä? Wo bin ich denn frech? Reden ja, guck mal. Warum bist du so frech? Stottern wird zusammengeschrieben, mein Lieber. Hab erstmal Hand und Fuß, bevor du mit mir redest. Du weißt ja noch nicht mal, was du mir vorwerfen willst. Gar nichts. Ich bin ganz normal hierher gekommen und du willst jetzt dein Maul aufreißen, weil die sich nicht artikulieren kann und nicht weiß, was sie sagen möchte. Ich rede mit Weasel News, nicht mit euch. Der dumm. So, was geht, Weasel News? So, haben sie mich gerade gehauen? Körperverletzung, das dulde ich hier nicht. Ich komme sofort wieder, ich muss die kurz einknasten. Opfer unattraktiv. Für dich will ich auch nicht attraktiv sein. Ja, auch für andere bist du nicht attraktiv. Das kannst du nicht sagen, nur weil du niemanden abbekommst. Das hätten wir geklärt, das bleibt unter uns. Warte, willst du mich verraten? Geh jetzt petzen, ich geh petzen. Nein, nein. Zu große Gefahr. Muss neutralisiert werden. Also Weasel News. Ja, der Herr kommt immer zu mir. Was ist denn? Genau, guten Tag. Ja, schönen Abend, besser gesagt. Ich wollte mal ein bisschen in den Laden reingehen und mir das anschauen. Wenn das natürlich in Ordnung wäre. Ja, aber Sie dürfen da leider nicht rein. Spiel dich nicht so auf. Du hast nicht das meiste zu sagen. Tu nicht so. Ich möchte Sie bitten, Ihren Ton ein bisschen anzupassen. Du sollst deinen Ton anpassen. Was geht da hier? Ich habe ganz normal mit dir geredet und du tust hier auf Autoritätsperson. Gerade vor Ort bin ich die Person, die am meisten zu sagen hat. Also ich bitte Sie... Was haben Sie gerade zu meiner Mutter gesagt? Gar nichts. Und ich bitte Sie jetzt auch zu gehen. Gerade meine Mutter beleidigt? Hä? Meine Mutter in ihr Schandmaul genommen. Entweder Sie gehen jetzt oder wir holen einen Vorgesetzten von Ihnen dazu, ja? Passen Sie auf, was Sie sagen, okay? Sonst komme ich wieder, ja, Daniel. Ja, passen Sie lieber auf, Daniel, was Sie ich sagen. Komme und ich hole Sie. Gehen Sie jetzt bitte, ja? Warte ab, Daniel. Wir werden uns noch sehen. Ich hoffe nicht. Ich hab Ihnen gesagt, wir werden uns wiedersehen, Daniel. Schauen Sie, denken Sie, diese Barrikaden da vorne halten mich auf? Hä? Denken Sie das? Ich komm vom Dach einfach runtergesprungen. Ja, denken Sie, das hält mich auf, Daniel? Hä? Das denken Daniel Sie. Ruhe. Was jetzt, Daniel? Hä? Was jetzt? Was willst du jetzt machen, Daniel? Was willst du jetzt machen, Daniel? Was willst du jetzt machen, Daniel? Was willst du machen, Daniel? Was willst du machen, Daniel? Sag's mir, komm. Steh auf, Daniel. Sag mir, Daniel, was du machen willst. Das soll eine Lektion an Sie sein, Daniel. Ja, Pech, ne? Jetzt schicken Sie fest. Oder auch nicht. Ja, mit dem Tyrone ist nicht zu spaßen. Ich habe eine Frage. Kann ich mich euch anschließen? Officer Tyrone, mich. Ach, fickt euch, ich habe keinen Bock mehr auf euch. Der Herr, packen Sie doch bitte die Schusswaffe weg. Ja, Sie fahren bitte weiter, ja, danke. Okay. Isabella Sias, haben Sie schon fleißig gearbeitet heute? Schon ein bisschen länger hier und ich habe vorher 5M selber gespielt. Bitte was? Hey, der Herr. Hey, okay, ich liebe sie. Ach so, warum ich was anderes gerade anhab? Ist es ein Tag vergangen? Ja, ich war zu müde, Digga, gestern und dann, ja. Ja, mal gucken, ob hier illegale Geschäfte in der Bar ablaufen. Keine Bar ist sicher vor Tyrone. Stehen bleiben! Hey, was machst du? Da hab ich sie auf frischer Tat ertappt. Wobei? Ich wusste, dass ich sie hier finden werde. Was hab ich denn gemacht? Ich wusste, dass ich sie hier auffinden werde. Was hab ich denn gemacht? Sie sind kein geringerer als... ich wusste es. Ich habe nur nach Müll gesucht. Sie suchen nach Müll? Ja, das muss ich doch machen, Mensch. Ich hab nichts gemacht. Sie sind ja echt ein armer Schlucker. Ja, natürlich. Sie haben wirklich nach Müll gesucht gerade? Aber sicher doch, Mann. Ich hab nach... Sie was, wissen Sie was? Heute hab ich einen guten Tag. Was denn?
Was? Nein, Mann, nein, nein, nein. Wir müssen das. Okay. Ach, kaufen Sie sich was Schönes davon. Oh, dankeschön, junger Mann. Kein Problem. Ich bin dafür da, dass die Stadt sicher ist. Das war doch ein süßer OP, Digga. Geht einfach wieder Müll suchen. Der macht einfach Obdachlosen-RP. Ach komm! Ich hab's genau gesehen! Ja, was denn? Er hat mich beschimpft und ich hab gesagt, ich hab genau gesehen, dass sie die Waffe auf ihn gerichtet haben. Ja, weil er beleidigend war. Sowas dulde ich nicht hier. Entschuldigung? Du Pisser, was soll das? Ich dulde sowas hier nicht. Ja, es ist doch okay. Passen Sie auf! Da kommt der nächste jetzt. Alter, was soll das? Du musst dein Leben schützen, was ist mit dir? Ich muss die Stadt beschützen. Ja, lass mich frei oder ich schick's sofort hoch. Ich hol direkt einen Engel her, wenn du... Pass auf, was du sagst! Alles klar. Du läufst hier mit einer Waffe rum. Passen Sie auf. Ich lass sie beide frei, wenn sie mir versprechen, nie wieder mit Waffen rumzulaufen. Okay? Du kannst mir meine Muschi lecken, Alter. Ew! Hat sie das gerade ernsthaft gesagt? Hallo. Ja, sie hat das gesagt. Ich will sie auch nicht mehr festnehmen. Ich will sie auch. Ey, warum bin ich im Auto, Alter? Willst du mich verarschen? So. Hey, warum kommt sie frei? Alter, lass das jetzt. Ich ruf gerade einen Engel, ne? Ist mir scheißegal. Du läufst hier nicht mit einer Waffe rum einfach. Ist legal. Ich darf das. Sie haben damit auf offenem Gebiet, am Würfelpark, auf jemanden gezielt damit. Das dürfen sie nicht damit. Nein, sind sie nicht. Helft mir doch mal, Leute. Guckt nicht nur zu. Seid keine Sims. Seid keine Sims. Hilft ihr nicht nur, weil sie eine Frau ist. Sie hat Unrecht. Sie hat Unrecht. Okay? Sie hat Unrecht. Eine wie sie soll nicht denken, dass ich einfach mit Waffen hier rumlaufen kann. Das tue ich hier nicht. Meine Herr, machen Sie bitte die Dame einmal los. So, wenn wir alle Sims hier. Die werden jetzt alle sehen, was sie davon haben. Habt ihr gesehen, ich wollte eine Dame festnehmen, die nicht im Recht war. Sie hatte eine illegale Langwaffe bei sich. Und habt ihr gesehen, wie die Dame die ganzen Sims um sich herum mobilisiert hat gegen mich? Daran seht ihr, warum ich gegen diese Leute arbeite. Warum ich gegen die bin. Weil das eine Gefahr ist für die Gemeinschaft. Tut mir leid, dass ich sie umgefahren habe. Tut mir leid, dass ich sie umgefahren habe. War nicht mit Absicht. Nee, bleiben Sie mal stehen. Ich habe eine wichtige Sache zu erledigen. Sie behindern gerade eine wichtige Mission, die ich erfüllen muss. Ist sie so viel wichtig? Sie ist sehr wichtig. Sie ist so wichtig, dass ich meinen Helm jetzt wechseln muss. Drill Sergeant Tyrone kümmert sich jetzt um diese Schlag. Wow. Meine Stadt, ich hab sie verjagt. Wer hätte noch ein Problem mit mir gehabt, hä? Wer? Gepanzerte Fahrzeuge sind verboten in der Stadt, ne? Tier, wie sieht's damit aus? Noch einer hier, der sich gegen mich mobilisieren will. Das war übrigens auch einer der Sims vorhin, die mich abstechen wollten. Und das passiert mit ihm. Ich bin Tyrone. Oh, okay. Tyrone. Oh mein Gott, Digga. Ganz richtig. Wo fahren wir jetzt hin? Okay, dann nehme ich euch mal mit ein bisschen. Ich würde euch empfehlen, euch auch anzuschneiden. Ja, wohin fahren wir? Wir fahren... Ballers! Oh nein. Fahr wieder weg, Junge. Ballers! Ich wollte euch gerade nur demonstrieren, dass ich Tyrone bin. Okay. Kopfschmerzen, sorry. Ah, nice. Oh, sorry. Wieder Kopfschmerzen. Ey, meine Kopfschmerzen. Ich hatte auch natürlich keine Kopfschmerzen. Das war alles nur ein April-Scherz. Oh mein Gott. Ja, du bist da schon wieder. Ach, der Herr, machen Sie bitte die Dame einmal los. Das waren die größten Sims vorhin. Warte mal, um die kümmere ich mich jetzt. Das ist der nächste Sim, der jetzt eliminiert wird. Halt's Maul, du Pisser. Du bist kleiner Dreckig. Das hast du davon. Jetzt habe ich meine Rache bekommen, ihr Opfer. Alle neutralisiert. Den einen habe ich vorhin da in der Gasse neutralisiert.